Herzlich willkommen bei Pinkfischer Bazaar und ER Fishing. Heute zeige ich euch von Edmund Roller eine Entwicklung, wie er dieses, wo er keinen Bucktail braucht, sondern sich hier raus aus so einem Plastikröhrchen, was ihr bei ihm im Shop kaufen könnt, sich so eine Art Staumauer hier vorne macht, wo ihr das Material praktisch bei so einem Gladiator, was er macht, drüber binden könnt. So, dieses Röhrchen schiebt man normal auf so einen 6er Haken, nämlich hier. Den kommen wir gerade zu 6.0. Schiebt man das drauf. Dann nimmt man sein Bindefaden. Hier verwende ich einen UTC 6.0. Und binde hinten das Ende fest. Ruhig ein paar Wicklungen mehr. Und das Röhrchen solltet ihr auch. Und diesen Schlauch solltet ihr ruhig festhalten. So. Bis es fest ist. Ihr könnt es auch natürlich hier weiter vorne machen. Vielleicht ja nicht. Manche machen hier vorne schon so richtige Tunfliegen. Schneide ich hier meinen Restbindefaden ab. So. Nächstes Mal packen wir ruhig drum rum. So Leute, jetzt geht's heiß her. Wir dürfen mit Feuer spielen in diesem Fall. Um das Material dahin zu kriegen, fackelt man praktisch ab. Achtung, ihr solltet immer einen Feuerlöscher dabei haben und verbrennt euch bitte nicht die Pfoten. Ein bisschen abfackeln, so gleichmäßig, dass ihr praktisch hier vorne alles zusammengeschweißt habt. Und dann könnt ihr praktisch, das ist noch heiß. Und dann könnt ihr das im Normalfall so alles schieben. So, bis ihr hier vorne so geschrutzt habt, dann nehmt ihr euren Bindefaden und tut hier vorne das drum wickeln. Somit sichert ihr das Ganze. Somit habt ihr praktisch so eine kleine Rampe gebaut für euer Material. Wichtig ist hier gut sichern alles. So, schiebt da noch ein bisschen mehr rein. So, hier vorne baue ich mir so eine Art Stopper, damit das nicht mehr hin und her kann. So. Warum macht man hier keine Grundwicklung am Anfang? Sonst brennt ihr euch das alles nieder. Und ihr habt hinterher nichts mehr. Wenn das abgekühlt ist, könnt ihr ruhig so weiterwickeln. Ihr könnt auch noch hinter das Ganze kleben. So sollte das dann aussehen. Ist vom Edmund Roller eine tolle Idee. Die Materialien kriegt ihr bei ihm bei der ER Fishing auch. Und ja, jetzt kann man zum Beispiel, ich guck mal nach, ich habe immer hier was Schönes, zum Beispiel von der ER Fishing, diesen Synthetikkranz kann man zum Beispiel hier jetzt noch schön wieder mit einwickeln. Oder was ihr bei der kriegt zu viel bei der ER Fishing an Materialien, was ihr jetzt da drüber legen könnt, zum Beispiel Flash oder so. Das bleibt alles so hängen und fällt alles nicht so rüber. So, in diesem Video wollte ich euch das einmal zeigen. Verbrennt euch bitte nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich. Ja, teilt vor allem mein Video und Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß wünschen euch Pinkfischer Bazaar und ER Fishing. Auf Wiedersehen.